Ich sage den YouTubern auch einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 31. Januar. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Traders Club Live Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 5 Minuten vor Start: 15.108, 15.093. Das ist fast ein Big Number Trade in der Nähe des Daily Pivots mit einem MTX Trade und mit einem etwas erhöhten Risiko, nämlich mit 0,05. Es ist die Blockbuster-Woche, denn wir haben diese Woche Zinsentscheidungen, wir haben diese Woche Arbeitsmarktzahlen am Freitag. Insofern für alle, die das Risiko scheuen sollten, aufpassen hier mit Aufschaukelungsgefahr. Das nur nochmal der Hinweis von meiner Seite. Und in 5 Minuten starten wir in Frankfurt. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. 9 Uhr, Short im ersten Trade. $89.90. Wir blicken einmal auf die Vola-Box vom Eröffnungskurs. 32 Punkte entfernt. Wir platzieren hier unsere Box. Gap ist geschlossen worden. Daily Pivot im Angriff. Umkehrsignal in MTX und wir stehen kurz vor unserem Einstieg. Daily Pivot 0,03 erreicht. Wir brauchen jetzt noch ein Tickchen nach unten, 82. Und 0,03. Wir sehen es dort. Wir kennen das Spiel. Daily Pivot ist immer die ersten 2 Minuten sind rum. So, 9:02, noch 2,5 Minuten für die erste 5 Minuten Kerze um 9 Uhr. $0,05 das Ziel von dem Depot. Und $0,03 aktuell. Guten Morgen Joachim, Ingo, guten Morgen. So, jetzt nochmal der Start, nochmal der Versuch hier unterhalb des Daily Pivots zu kommen. 84 gehandelt, 83. Wird gedrängelt. Guten Morgen, Hans. So, 31 Sekunden noch. So, die neue Kerze. Also, wir waren
ja, mit 0,03 schon unterhalb des Daily Pivots, hat aber nicht ausgereicht. Die Gegenorder liegt bei 15.108. Zweite Heiken Ashi Kerze kommt hier rein in Rot. Alexander, guten Morgen. So, jetzt geht es nochmal in Richtung unser Gewinnziel, immer noch im ersten Trade. Und die Zielmarken. Wenn wir unter dem Daily Pivot sind, durchaus denkbar, dass wir erstmal Richtung der 50er Marke laufen. Ihr seht die Vola-Box dort auf der linken Seite, die dort wartet. Hier das Bild noch etwas größer. Wir sind immer noch live. Es ist 9.08 Uhr am 31. Januar 2023. Letzter Handelstag für diesen Monat. Und ein Punkt fehlt. Und wir sind raus. MTX und auch ich bin ist nicht satt, mich da zu wiederholen mit dieser Strategie, mit dieser Art die MTX, unser Master Template zu traden, haben wir eine Trefferquote von 100% bis jetzt. Kein Trade stoppen müssen, kein Trade hatchen müssen. Ja, und ja, wir sehen es hier, das Gegensignal ist sauber reingelaufen und verabschiede mich jetzt hier bei den YouTubern. Das war der letzte Trade für den Monat Januar für unser Videotagebuch. Wir halten fest, der erste Trade war heute ein MTX-Trade mit dem fünffachen Risiko. Das treten wir 0,05 zu 0,05. Bedanke mich recht herzlich und hören uns dann morgen wieder. Ich glaube, morgen ist FED-Sitzung. Ja, da müssen wir schauen. Also bedanke mich aber trotzdem recht herzlich.